Vítejte. Dnešní cvičení bude cvičení váhou našeho těla. Takže když vážíte náhodou víc, než byste chtěli, tak to bude trošku náročnější. Ne. Každý cvik budeme dělat pomalu, ale za to víceméně 2 minuty. Takže trošku díl, než to jsme zvyklí a uvidíme, jak se nám bude líbit. Meine Lieben, heutiges Turnen ist ein Turnen mit dem eigenen Körpergewicht, also mit dem Schwerpunkt auf dem eigenen Körpergewicht. Also falls ihr jetzt ein paar Kilo zu viel auf den Rippen habt, dann wird es etwas anstrengender. Nein, Spaß, natürlich nicht. Wir werden die Übungen relativ langsam ausführen, dafür aber 2 Minuten lang. Also mal sehen, wie uns dieses System gefallen wird. Ansonsten alles beim Alten, eine Matte, ein Handtuch, eventuell was zu trinken und gute Laune. Ciao, bis gleich. Wieder auf meinen Spielplatz hier und wir beginnen mit einem Warm-up mit Musik heute wieder mal. Und zwar beginnen wir mit Jumping Jacks in X-Form. Allerdings bezieht sich das X nur auf die Position der Arme. Die Arme öffnen also zur Seite. Die Beine beginnen wir zuerst mit Low Impact, das heißt nicht springen, sondern nur zur Seite ausstrecken und weit öffnen die Arme. Genau, sehr gut. Dabei schon mal ins Atmen kommen, hier den Brustkorb dehnen, die Schultern ein bisschen aufwärmen. Ja, die Musik ist zu leise, ihr macht es mal schon weiter. Machen ein bisschen lauter. Besser. Und ich starte auch noch meine Stoppuhr. Die brauchen wir dann nämlich ja auch. Ihr macht eh noch immer was im Bild. Weiter, ich mache hier mit euch mit. So. Ja. Gut, vielleicht könnten wir ja schon, wer möchte, X-Jumps machen. Wer möchte, wer schon warm genug ist. Jetzt atmen dabei, Herzfrequenz ein bisschen erhöhen. So. Wieder ins Steigen kommen und atmen. Wie gesagt, wir machen die Übungen heute etwas länger, nicht so viele Übungen, dafür jede etwas länger. So, vielleicht nochmal ein bisschen springen und die Schultern aufwärmen, öffnen die Arme. Lockere Sprünge. Gut. Letztes Mal. Und wir steigen nochmal zur Beruhigung. Und atmen. Tief atmen. Gut. Letzten 3. Und ausschütteln. Ausschütteln. Auslockern. Po auslockern. Jetzt gehen wir nämlich schon auf die Matte. Und schon das Aufwärmen ist ein Flow. Das heißt, mehrere Übungen aneinander gehängt. Ich mache hier mal kurz die Musik aus, damit ihr mir gut zuhören könnt. Wir beginnen mit einem Walk in Plank. Das heißt, wir rollen uns hinunter, marschieren hier nach vorne in eine Plank-Position. Bauch fest anspannen. Hier gehen wir Push down, also auf die Matte runter. Die Arme kommen parallel zum Körper. Und hier heben wir Arme und Beine 3-mal. 2, 3. Wichtig dabei, vor allem mit der Kraft der Rückenmuskeln machen wir das. Ja? Also ich wedel hier nicht nur mit den Armen und den Beinen, sondern ich hebe hier mit den Rückenmuskeln mehr oder weniger den ganzen Körper verkehrt hoch. 3-mal. Dann Hände wieder auf den Boden. Wir gehen von hier mit Spannung im Bauch, also eventuell über die Knie, mit Spannung im Bauch, nicht übers Rückgrat, in einen herabschauenden Hund. Dann zurück
einen Squat, also in eine tiefe Kniebeuge. Und hier hängen wir gleich eine Dehnung an. Das heißt, eine Hand geht zum Boden, andere Hand öffnet nach oben. Hier atmen wir 3 Atemzüge, andere Richtung, andere Richtung. 3 Atemzüge und dann wieder hinunter. Und jetzt von hier 3-mal auf die Zehenspitzen hochstrecken und wieder in die Kniebeuge. 2, 3. Wer möchte, kann hier auch 3-mal springen. Ja? Und dann beginnt das Ganze wieder von vorne. Ich mache es nochmal durch. Also nach vorne, in den Plank, Push Down, Arme parallel zum Körper, Arme und Beine 3-mal heben. 2, 3. Mache ich jetzt im Schnelldurchlauf. Hände wieder neben den Körper, in den herabschauenden Hund 1-mal durchstrecken, nach hinten watscheln, in den Squat durchdehnen, Twist, Stretch und 3-mal aufrichten. Okay? Das machen wir 5 bis 10-mal, beziehungsweise 2 Minuten lang. Das ist unsere erste Aufwärmübung. Musik nehme ich dazu, aber bitte macht es in eurem eigenen Tempo. Ja? Ihr müsst euch nicht an den Rhythmus der Musik halten. Die Musik ist sozusagen nur Untermalung. Okay? Auf die Plätze, fertig. Zeit los. Nach vorne. Push down. So runter, mit Spannung im Bauch. Arme neben den Körper. 3-mal hochheben. 3. In den herabschauenden Hund. Spannung im Bauch. Durchstrecken. Mit den Händen zurückwandern. In den Squat. 1-mal stretch. Umdrehen. Dritter Atemzug. Und zur anderen Seite wechseln. Weit nach hinten öffnen. Und auf die Zehenspitzen. Tief. Auf die Zehenspitzen. Tief. Und vorne. Runter. In den Plank. Bauch anspannen. Push down. Runter. 1, 2, 3. Hände wieder aufstellen. In den herabschauenden Hund. Nach hinten wandern. Die Kniebeuge. Schälen. Weit nach hinten ziehen den Arm hier. An der Seite. Gut. Und auf die Zehenspitze hoch. Gleichgewicht suchen. Da kann man sich auch gerne anhalten dabei. Gut. Und nochmal. Sag ich was, die 2 Minuten sind fast vorbei. Und wir haben erst den 3. Durchgang geschafft. Wahnsinn. Also ich wäre dafür, dass wir die 5 auf jeden Fall machen, weil das ein sehr schöner Aufwärmflow ist. Herabschauender Hund. Nach hinten durchgehen. Und 4. Oberkörper durchstrecken. Andere Seite. Gut. Dann hochrollen. Auf die Zehenspitzen. Tief. Und noch 2-mal, dann haben wir unsere 5 Wiederholungen. Zeige ich dann, wie lang das gedauert hat. Und glaube ich, länger als 2 Minuten. 1, 2, 3. Hopp, hoch. Angespannter Bauch. Nicht übers Hohlkreuz ziehen. Zack. Squat. Und durchstrecken. Und andere Seite. Und hoch. Hopp. Brauche ich immer beim ersten Mal auf die Zehenspitzen. Tief. Hoch. Hoch und letztes Mal. Roll down. Walk
Bauch hinlegen, Bauch anspannen und aufrichten. In den herabschauenden Bund. Hinten. Knie beugen. Weit dehnen. Andere Seite. Der Blick ist nach oben gerichtet. Und auf die Zehenspitzen. Tief auf die Zehenspitzen. Tief. Und letztes Mal. Gut. Hat jetzt gedauert. 4 Minuten. Immerhin. Die nächsten Übungen, versprochen, machen wir nur 2-mal. Und findet alles auf der Matte statt. In der einen oder anderen Form. Erste Übung wird sein, ein Push-Up mit gegengleichem Knie bzw. Unterschenkel berühren. Wir können den Push-Up machen, entweder im Kniestand oder, wer möchte, natürlich in der richtigen Plank-Position. Ich zeige es jetzt mal im Kniestand vor. Wichtig ist, der Po wird nach vorne gezogen. Ja? Also nicht so, sondern Po nach vorne. Wir machen Push-Up, also nach oben. Dann stelle ich die Füße auf den Boden und versuche mit der gegengleichen Hand das gegengleiche Knie oder noch besser den gegengleichen Unterschenkel zu berühren. Dann wieder in den Kniestand, Push-Down, Push-Up, hoch, gegengleiches Knie berühren. Und wer es ohne Kniestand macht, also nur in der Plank-Position, macht hier Push-Up und berührt dann. Okay? Viel geredet. Ihr könnt schon loslegen. Die Zeit läuft 2 Minuten lang. Atmen dabei. Wie gesagt, es geht heute nicht um Geschwindigkeit, sondern um Kontrolle bei der Bewegungsausführung. Hier beispielsweise Po nach vorne ziehen. Ihr seid von den Knien bis zu den Schultern eine Linie. Ja? Dann richte ich mich auf, spanne den Bauch an und bringe mich zum gegenüberliegenden Knie oder Unterschenkel. Hier wieder in eine Linie gehen, Push-up. Der Weg kann das natürlich etwas fließender machen. Ich zerlege das hier noch immer ein bisschen, damit man sieht, woraus die einzelnen Übungen bestehen. Und atmen dabei. Ich sage euch mal die Zeit. 1 Minute noch. Halbzeit haben wir schon. Hier immer schön in die Ausgangsposition für den Push-Up gehen. Und dann erst aufrichten, Po nach vorne ziehen, und
Atmen dabei. Langsam, dafür aber ausführlich. Und atmen. Tief ein- und ausatmen. Jeder, wie es braucht. Jeder in seinem Tempo. Nicht um Geschwindigkeit. Fingerspitzen, die Zehenspitzen dürfen dazwischen abgelegt werden. Und dann wieder mit der Rückseite eures Körpers alles hochziehen. Atmen. Die Luft anhalten. Boden und machen nochmal Push-Ups. Also,
Wir gehen wieder, wer möchte, wieder in den Kniestand oder in die Plank-Position. Ich zeige es wieder im Kniestand her. Einmal Push Up, also Down and Up. Dann die Füße aufstellen und entweder nach vorne steigen oder, wer möchte, nach vorne springen. Und dann ziehen wir die gestreckten Arme möglichst weit nach hinten oben. Dann wieder nach hinten steigen oder springen. Und Push Down, Push Up. Okay? 2 Minuten. Und die Zeit läuft jetzt. Also in die Push-Up-Position. Push Down and Up. Vorne steigen. Arme nach oben, hinten ziehen, die Daumen ziehen weit nach hinten. Und wieder in die Push-Up-Position. Ah, jetzt habe ich vorher nicht im Kniestand gemacht. Egal. Hier kann man springen oder steigen. Push down. Push up. Vorne steigen. Springen. Arme hoch. Schauen wir mal auf die Uhr. 1 Minute haben wir schon. 1 Minute Bewegung noch. Nach hinten ziehen. Die Arme gerade rücken. Atmen dabei, Bauch anspannen, schön in die Plank-Position dazwischen. Letztes Mal. Und zum Abschluss springe ich mal. Gut. Langsam hochrollen. Dann die nächste Übung im Stehen. Es wird wieder ein Lunge, aber diesmal ein Knicks-Lunge. Hände kommen wieder zu den Ohren. Rücken gerade. Brust auf. Ellbogen ziehen nach hinten. Schulterblätter ziehen zusammen. Wir machen hier einen Knicks. Steigen zur Seite. Und machen wieder einen Knicks. Wer möchte, kann hier in der Mitte einen kleinen Sprung einbauen. Je nachdem, dieser Sport. Okay? 2 Minuten. Auch hier wieder Achtung. Die Knie bleiben hinter den Zehenspitzen beim Rollen. Gut. Hände an die Ohren. Auf die Plätze. Fertig. Feuer. Los. Seite. Knicks. Gerade Rücken, Ellbogen ziehen nach hinten, Schulterblätter ziehen zusammen, wer möchte, baut hier einen Sprung ein. Oder wir steigen. Schön tief knicksen, stellt euch vor, begegnet gerade der Queen. Oder jemand anderem aus der königlichen Familie, dann wird geknickst. Zumindest wir Damen müssen knicksen. Wir haben es hier gerne etwas einfacher. Wir müssen nur sich verneigen. Gut, gerade rücken. Ellbogen ziehen nach hinten. Halbe Minute.
Bogen nach hinten, muss ich mich auch immer erinnern. Jetzt die 10 Sekunden. Schön. Und letztes Mal. Sehr gut. Alles auslockern. Haben wir die Herzfrequenz wieder ein bisschen hochgetrieben. Und die letzten Übungen nur mehr am Boden. Komm kurz auf die Uhr schauen. Perfekt. Wir machen einen Scheibenwischer. Der Scheibenwischer, wenn wir in der Rückenlage, eine Übung für die Bauchmuskulatur. Und zwar gehen wir in die Rückenlage, heben die Beine gebeugt an. Die Arme könnt ihr hinlegen, seitlich oder neben dem Körper, ganz wie es euch beliebt. Und wir wischen scheibenwischermäßig einmal rechts und einmal links. Mit gebeugten Beinen. 2 Minuten laufen. Jetzt. Atmen. Gebeugte Beine. Einmal rechts. Einmal links. Die Arme, wie gesagt, könnt ihr gerne dorthin geben, wo es euch am angenehmsten ist. Parallel zum Körper oder so wie ich, seitlich weggestreckt. Sehr gut. Und atmen. Nicht die Luft anhalten. Seitlichen Bauchmuskeln. Nicht ins Hohlkreuz kippen. Dabei. Okay, tief atmen. Sehr gut. Schau mal auf die Uhr, ohne dabei umzufallen. Upsi. Wir haben es fast geschafft, noch eine halbe Minute. Atmen, nicht die Luft anhalten. Für 10 Sekunden. Jetzt in 5, 4, 3, 2, 1. Kurz abstellen die Beine und auslockern, den ganzen Körper ausschütteln. Und die letzte Übung für heute ist auch noch eine Bauchmuskelübung, heißt Around the World. Wir beginnen, so wie gerade eben, mit Beinen zur Seite. Dann strecken wir sie aber, bringen sie gestreckt zur anderen Seite und ziehen sie erst hier wieder angewinkelt an, um sie angewinkelt über den Körper drüber zu legen. Strecken, anwinkeln, also es ist ein Kreis. Um die Welt, around the world. Und wie tief ihr hier mit den gestreckten Beinen geht, bleibt euch überlassen. Wichtig ist, nur nicht ins Hohlkreuz zu kippen. Ja? Man kann hier auch die Beuge zur Seite und die Beine gestreckt über oben zur anderen Seite bringen. Wechselt auch mal die Richtung. Auch wichtig, dass wir nicht nur in eine Richtung around the world machen, sondern in beide Richtungen. Ups, Zeit läuft. Ich habe es vergessen. Okay, sag mal, das war schon eine halbe Minute. Strecken und zur anderen Seite herziehen. Achtung aufs Hohlkreuz, ja? Bitte nicht ins Hohlkreuz kippen. Wieder hier die Beine hochziehen und dann wieder beugen. Schöne Bauchmuskelübung. Immer in beide Richtungen kreisen. Einmal rechts. Mal links. Ich muss mich auch sehr konzentrieren hier. Nicht abstürze und das Atmen nicht vergessen. Anstrengende Übung. Und nicht vergessen, ein- und auszuatmen dabei. Also ich glaube, wir müssen es ja schon bald geschafft haben. Halbe Minute noch. Ja gut, ein Ende in Sicht, ihr Lieben. Atmen. Ja,
abrichten, damit der Schweiß hier nicht überklebt. Ihr seht, ich halte mich da hinten auch an meinen Kasten an. Hilft auch ein bisschen. Kleiner Tipp. Gut, letzte 10 Sekunden. In 5, 4, 3, 2, 1. Und abstellen. Auslockern. Die Knie locker von links nach rechts fallen lassen. Ja. Dann die Knie zur Brust herziehen. Bisschen scharf hin auf der Wirbelsäule. In den Langsitz kommen. Oberkörper nach vorne lehnen. Versucht hier die Fußspitzen zu erreichen. Wenn es nicht geht, dann so weit wie möglich vorne greifen. Den Kopf hängen lassen. Hier alles lang ziehen. Geht. Den Kopf locker hängen lassen. Langsam aufrichten. Die Fußsohlen aneinander legen. Hier an den Füßen oder an den Knöcheln festhalten. Einmal nach hinten durchhängen lassen. Die Schulterblätter fest auseinanderziehen, die haben wir heute gearbeitet. Den Kopf hängen lassen und ausatmen. We are the champion. Wir haben es geschafft. Nach vorne ziehen, den Rücken lang machen. Gut. Eine Hand auf die Schläfe legen. Kopf zur Seite fallen lassen. Halsmuskulatur langziehen. Und zur anderen Seite. Und langsam lösen, beide Hände auf den Hinterkopf, Kopf nach vorne fallen lassen. Tief atmen, der Rücken ist ganz gerade, den Hals lang machen, langsam aufrichten, durchstrecken, tief einatmen, ausatmen und es euch gut gehen lassen für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.